Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Und zwar der, ja, vorletzten Folge, sage ich jetzt mal, bevor die ganze Hauptmission-Sache hier erledigt ist. Wir werden danach noch hin und wieder mal Solo-Kämpferfahrt-Missionen machen. Der Plan war es jetzt nochmal zu versuchen, hier das ein oder andere Baby-Pokémon zu fangen. Ich denke, ich werde nicht mehr die Zeit haben, eine Raumzeitverzerrung, ich sag mal, zu triggern. Deswegen, ja, naja. Ich würde mich gerne nochmal an einem Mobile versuchen. Und ich hatte auch in der letzten Folge angesprochen, ein Riolu. Die anderen Pokémon werde ich mir dann jetzt tauschen lassen. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist, wie gesagt, es ist am Ende eine kleine Fleißaufgabe. Ja, Mobile ist ein bisschen schwierig. Mobile kann man eigentlich ganz nett fangen, sage ich jetzt mal. Da, wo ich jetzt die Markierung gesetzt habe. Es hat da sogar eine hundertprozentige Chance, aus einem wackelnden... Entschuldigung, ich musste kurz gehen. Es ist spät. Ich weiß nicht, wer was auf Discord gelesen hat. Nicht jeder von euch ist ja auf dem Discord-Server, was nicht schlimm ist. Ich will jetzt niemanden dazu drängen. Ich durfte mich ein bisschen mit meinem, ja, Standard Browser rumkloppen. Ich nutze eigentlich Google Chrome und irgendwie, ich weiß nicht, ob das an einem Chrome-Update liegt, aber hat da was, ja, nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ärgert mich ziemlich und dann musste ich jetzt letztendlich, also ich habe da extrem viel an den Einstellungen getüftet, weil ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Einstellungsproblem ist, aber ich hatte eigentlich ehrlich gesagt nichts an den Einstellungen geändert, also ja. Konnte das nicht der Grund sein? Gut, das wackelt schon mal nicht. Schon mal super. Naja, und letztendlich bin ich dann jetzt zu Firefox gewechselt, aber ich komme nicht gut damit klar, von gewohnten Umgebungen wegzuwechseln. Hier wackelt wirklich gar nichts und durch ja, Schlafen resettet sich das nicht. Das ist wirklich durch auf die Map kommen und von der Map wieder weggehen. Nur so resettet man das. Ja, ist jetzt tatsächlich nicht so gut. Schade. Also wir sehen hier Mogelbaum. Also die Richtung ist richtig, aber ich sehe leider keinen wackelnden Stein. Ach, Menno. Heißt, hier ist jetzt gerade kein Mobile für uns. Also man kann Mobile, wie gesagt, noch an einem anderen Ort fangen. Wolkenmeerkamm. Aber hier ist es deutlich angenehmer, weil es, wenn es in einem springenden, in so einem wackelnden Stein ist, hat es halt eine hundertprozentige Spawn-Chance. Okay, wir verlassen die Map, kommen nochmal neu her. Ich würde sagen, ich mache da jetzt so ein paar Versuche. Wenn es klappt, sind wir glücklich. Wenn nicht, ja, dann sind wir nicht glücklich. Ne? Ich mache das jetzt auch so, dass es für euch jetzt hier nicht super unspannend ist. Ich mache jetzt einfach hier ein paar Versuche. Ich sag da nichts dazu und schneide das dann raus. Aber wenn ich es finde, dann schneide ich es natürlich rein. Oh, 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 hier ist ein Shiny. Ich hab's Klimbing hören. Okay, das packen wir mit in die Aufnahme. Jetzt nicht töten. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht gespeichert. Ich bin ein Idiot. Das heißt, ich werfe jetzt erstmal einfach Bälle. Das würde ich mir jetzt nicht verzeihen. Hier so ein schönes Shiny. Dann nachher Luxtra. Oh, schön, es bleibt einfach drin. Super. Okay. naja, wie ihr seht, ich war gerade erst auf dem Weg hier hinzureiten. Also, das ist wirklich ungelogen jetzt erst der zweite Mobile-Versuch, den ich hier machen möchte.
Ich weiß nicht, ob ab hier halt auch schon die Steine zählen. Ich schau mal. Naja, wie gesagt, wenn ich es jetzt finden sollte, dann schneide ich es rein, sonst schneide ich es raus. Aber das Shiny ist drin. Das Shiny ist drin. Das nehmen wir mit. Oh mein Gott, hier ist ein multipler Auflauf. Okay, und ich habe das jetzt mal abgecheckt. Bitte bleibt eins drin. Ach komm, warum? Es muss nur eins drin bleiben. Komm schon. Komm schon. Ja, ich brauche kein Pi, Leute. Ich brauche kein Pi. Ah, ich dachte, ich check mal hier die Dinger ab. Okay, sehr cool, dass wir das tatsächlich jetzt noch bekommen haben. Der starke Regen scheint nicht nachzulassen. Das ist schon cool. Sehr praktisch für uns. So, ich schau mal jetzt noch, was ich mitnehmen kann. Das habe ich von hinten getroffen. Haben die mich gespottet und rennen deshalb weg? Ah, egal. Okay, sehr schön. Ups. Oh, das war ein Pipi. Okay, hier kommt gleich auf jeden Fall noch ein multipler Auflauf, vielleicht kommt ja auch noch einer mit Mobile. Aber ich meine, ich habe jetzt einen mit Pi, das ist schon mal gut. Ah ja, ich berichte, wenn es was Neues gibt. Okay, Leute, hier war gerade ein multipler Auflauf an Bouts. Ich glaube, wir sollten davon jetzt auch genug gefangen haben. Ja, man muss 5 Stück fangen, wir haben 8. Aber was ist jetzt das Besondere? Unser Togepi lässt sich entwickeln. Ah, unser schönes, shiny Togepi, das sich nur mit Zuneigung entwickelt. Können wir endlich entwickeln. Ja, das würde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Na, hier tolle Entwicklungsmusik. Halleluja, wir haben ein Togetic. Und jetzt weiß ich tatsächlich schon gar nicht, ob das jetzt noch weiter Zuneigung braucht oder ob ich das jetzt einfach nur leveln muss. Wir können ja mal kurz schauen. Lässt es sich nochmal entwickeln? Nee. Okay, es kann ja auch noch ein Item brauchen. Das schaue ich mir eben ganz schnell nach, weil das fehlt uns ja auch noch ein Toggekiss. So, Toggekiss. Leuchtstein. Okay. Wisst ihr was? Das können wir sofort machen. Wir gehen eben noch diesen multiplen Auflauf abchecken, solange er noch da ist. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob hier lang fliegen so gut war. Ja, starker Regen scheint auch langsam nachzulassen. Ah, ist der jetzt in der Höhle oder ist er hier drauf? Das sieht mir aus nach in der Höhle, hä? Ah, nee, da. Okay, Jan Maas. Gut, das ist für uns ja nicht interessant. Dann checke ich nochmal eben hier das hier aus, wegen einem wackelnden Steinchen. Man soll ja irgendwann doch mal Glück haben. Oder so. Da, hier irgendwo. Auch wenn ich jetzt nicht so gerade dran glaube. Der hier wackelt auf jeden Fall schon mal nicht. Also angegeben auf der Website war das hier um diesen Punkt hier herum so ganz leicht. Also die scheinen da nicht im großflächigen Bereich zu spawnen. Naja, dann gehen wir hier einmal hoch und schauen, ob hier nochmal was ist. Wackelnder Baum. Alles schön und gut. Aber ein Mobile gönnt man uns nicht. Schade. Oh, wir sind jetzt auch schon viel zu weit gelaufen. Ich tippe mal, es bezieht sich eher hier auf den höheren Bereich. Aber ich glaube, hier waren keine Steinchen mehr. Ja, der. Ah, lass mich in Frieden.
Nee. Nee. Dieses Mobile, ne, das will nicht. Ich habe halt ein bisschen auch die Sorge, dass das bei einem Riolu genauso aussehen wird. Naja gut, wir gehen hier zurück zur Basis. Muss ich eh, wenn ich jetzt gleich nochmal resette für Mobile. Ich denke, vor allem wenn ich auf die Zeit achte. Ich denke, ich werde noch so zweimal Mobile versuchen zu resetten. Und sonst ja, werde ich wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich alle rübergepackt. Egal. Werde ich nochmal gucken nach Riolu. Aber dann... Ich weiß nicht, wie lang die Folge für euch dann jetzt ist wegen der Schnitte. Aber das ist für mich gerade ziemlich lang. Und die Folge soll noch online kommen. Also es ist halt wirklich spät. Das war jetzt heute alles ein bisschen... ungünstig, wie es gelaufen ist. Naja. Ihr kennt das ja schon, dass zwischendurch mal abends so eine Folge kommt. Immerhin haben wir jetzt das Togekiss. Das freut mich. So. Schön. Ja, ihr könnt dann jetzt einmal sehen, wenn ich hier Bericht erstatte. Genau, 15 Punkte. Punkte Pokémon gefangen. Da seht ihr. Habe ich den multiplen Auflauf auf jeden Fall genutzt und uns ein bisschen Geld verdient. Das Positive sehen, auch wenn wir kein Mobile haben. Ja, ein bisschen Pokédex aktualisiert. Das freut uns alle sehr. Es gibt ein paar Pünktchen. Nicht besonders viele, aber ein paar. Und gut, ich mache nochmal zwei Versuche Mobile. Und dann versuchen wir uns, ja, ich sag mal so drei Versuche an einem Riolu. Ich denke nicht, dass ich da jetzt noch zu viel Zeit reinstecken werde. Ich konnte jetzt hier gerade eine Stromkiste kaufen und es handelt sich dabei um den Stromisierer. Das heißt, wir bekommen tatsächlich noch Elevoltag. Das muss ich mir nicht drüber tauschen. Das konnte ich mir jetzt selber entwickeln. Ich habe tatsächlich jetzt mal wieder da bei der Ginkgo-Gilde nachgeschaut. Wir haben ja jetzt recht häufig hier geresettet und wir haben jetzt auch wieder ein paar mehr Pokémon gefangen. Ich denke, das hat darauf einen Einfluss, wann sich das resettet, aber ich habe keine Ahnung. Ja, dann entwickeln wir uns das auch noch eben. Damit erreichen wir tatsächlich in dieser Folge doch ein klein bisschen mehr, als ich tatsächlich dachte. Also ich bin deutlich, ich sag mal, pessimistischer hier an die Folge rangegangen. Also ich war mir ja ziemlich sicher eigentlich, dass das hier mit vielen nichts mehr wird. Vor allem dieses ganze Resette, also ich habe immer noch kein Mobile. Ja, habe ich jetzt, hatte ich nicht so Hoffnung drin. Und das dauert so lange und so, aber ne? Scheint zu passen. Vor allem jetzt mit dem multiplen Auflauf hatte ich halt auch wirklich echt Glück. Schön, das muss ich mir nicht drüber tauschen. Subi, na gut, das ist jetzt übrigens dann mein letzter Mobile-Versuch und dann schauen wir mal nach Riolu. Okay, wir versuchen uns noch einmal an einem Riolu. Riolu haben wir hier zwei Chancen, das hier in einem Reset zu bekommen. Ich mache aber auch nur noch drei. Ich weiß nicht, wie lang die Folge für euch sein wird wegen der Cuts, aber für mich ist jetzt schon langsam eine gute Länge erreicht. Okay, das noch markiert. Die Firnfälle. Dort soll es zusammen mit Mashok rumlaufen. Und es soll tatsächlich da sogar eine hohe Spawnrate haben. Vielleicht habe ich es sogar vorher übersehen, das weiß ich nicht. Also, wenn es schon Mobile nicht wird, dann haben wir vielleicht hier wenigstens Erfolg. So. Hier runter. Von hier aus sollte ich da, glaube ich, einen guten Blick drauf haben, oder? Ah ja, ich sehe exakt null Pokémon. Wahrscheinlich
Weil die nicht richtig spawnen. Du siehst mich nicht. Ah! Warum setzt du dich denn hin? Okay, sehr gut. Hier, Happa, Happa. Ah, ich hätte in die andere Richtung. Okay. Ach, schön, man muss dich sogar füttern. Bleib drin. Oh, ja, Leute. Wir haben es. Ah, schön. Wisst ihr was? Wir haben das jetzt so schnell gefangen. Ich gebe Mobile noch mal eine Chance. Komm, Mobile. Eine Chance noch. Einmal, na, das mit dem Stein bin ich jetzt satt. Aber es hat noch einen anderen Spawnort. Den suche ich mir jetzt gleich nochmal raus. Komm, Mobile. Letzte Chance. Sei bitte cool. Und dann... Endet das so ins Dorf zurück und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich muss mich kurz mit ein paar Parasex kloppen. Aber ich habe jetzt eine kleine Anleitung gelesen. Und zwar. Oh nein, es hat verfehlt. Und zwar gibt es hier zwei Mobiles. Ach, Mobiles, Muggelhiebe, Muggelbäume, Muggelbäume, so Muggelhiebe ist eine Attacke. Zwei Mogelbäume. Die belegen den Spawnpoint. Okay, wer stört sich noch an mir? Du, okay. Die blockieren quasi den Spawnpoint für Mobile, beziehungsweise, naja, da spawnt auch Mobile. Mobile hat eine relativ geringe Spawnrate. Und eine Taktik ist es wohl, diese zwei Mogelbäume zu killen, sich schlafen zu legen, und dann, ja, wieder herzukommen. Und wenn dann wieder kein Mobile da ist, ja, eben Mogelbäume wieder killen. Und ich sehe, wir haben hier zwei Mogelbäume. Kein Mobile. Also mache ich jetzt das, was mir gesagt wurde. Ich kann auch einfach sie nicht killen, sondern fangen. Auch eine Option, das gibt am Ende Geld. Ja. Und ist für meine Pokédex-Aufgabe auch wertvoll. Wir müssen die sogar fangen, ohne entdeckt zu werden. Komm. Und du gleich störst. So, kannst du dich umdrehen? Nee, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schlafen tatsächlich notwendig ist. Weil, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es am Ende einfach schneller geht. Aber ich glaube, es ist nicht notwendig, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, spawnen die irgendwann eh nach. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dafür hier rumlungern müsste, wenn ich ehrlich bin. So. Ich mach das mal ein bisschen, ja? Also noch so. 5 Minuten, weil jetzt, also langsam wird es für mich wirklich, langsam wird es für mich wirklich lang. Und die Folge kommt deshalb noch später. Ich muss halt schneiden, dann rendert das halt ja eine gewisse Zeit. Dann lädt das eine gewisse Zeit hoch und dann, naja, ne? YouTube-Verarbeitung. Mann, das kostet alles Zeit. Es tut mir leid. Aber dafür habe ich jetzt mich nochmal richtig ins Zeug dann gelegt. Das kann mir keiner vorwerfen. Ich hab nicht den leichten Weg gewählt und habe mir dann einfach sofort alles rübertauschen lassen. So. Ja, ich glaub's nicht. Da ist ein Mobile. Ja, ich war jetzt schon so... Ja, ich muss jetzt ein paar Mal resetten. Okay. Ah, okay. Da ist ein Mobile. Super. Magst du Beeren? Würde ich, wenn möglich, nicht verscheuchen. Wäre jetzt so sauer, wenn es nicht drin bleibt. Na, ich sag's, wie es ist.
Oh. Gut, wir sind erlöst. So viele muss ich mir jetzt gar nicht rübertauschen. Das ist ein Nachtara, das ist ein Magnetilo, Magnezone, so. Magnezone kann ich mir theoretisch fangen, das weiß ich. Das fliegt irgendwo rum, aber ich entwickle mir das dann oder ich gebe mir die ganze Entwicklungsreihe, so, schaue ich mal. Das weiß ich. Sonst muss ich tatsächlich mal schauen. Bolterus und das normale Sneebel, die wir nur in Raumzeitverzerrung bekommen können. Das habe ich jetzt heute dann nicht erreicht, aber ich denke, das ist in Ordnung. Wir haben die Baby-Pokémon bekommen. Das zählt doch, oder? Der Wille zählt. Okay. Also, in der nächsten Folge werden wir gegen Arceus kämpfen. Das ist so der Plan. Das ist der Inhalt. Und dann ist soweit das Arceus Let's Play beendet. Nächste Woche startet dann Schwertschild. Und immer wenn ich einen Solo-Kämpfer-Fahrt ready habe, gibt's den noch. Das würde ich hier gerne noch der Vollständigkeit halber dann machen. Und immer wenn ich mal Zeit und Lust habe, gibt's dann kleine Streams, wo wir einfach den Arceus Pokédex noch perfektionieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!